Hey, willkommen zur 31. Folge von Lego City Undercover. Wir machen jetzt hier direkt weiter in diesem Café in der nächsten Mal. Falls euch das jetzt nichts sagt und das vielleicht auch die erste Folge ist, die ihr seht, dann solltet ihr vielleicht das Let's Play von vorne ansehen. Denn ihr habt da nämlich eine Menge schon verpasst. So, jetzt gehen wir hier durch die Tür und ja, wir werden gleich wieder angegriffen. Oder besser gesagt, greifen wir die Leute hier an, bevor sie uns angreifen. Ja. Einmal kurz Pflänzchen gießen. Oh, schon wieder ein neues Auto. Hier gibt es eine Menge Autos freizuschalten, ne? Lass mich raten, hier muss ich vielleicht mal wieder irgendwas rausholen. Es wird mir nur jetzt noch nicht angezeigt. Na, greif doch mal an! Oh, hier brauche ich einen Schlüssel. Ein Schlüssel? Wofür brauche ich da Schlüssel? Hier brauche ich wohl Rot. Habe ich Rot? Nein, natürlich habe ich wieder das dreckige Lila. Kann ich vielleicht hier irgendwie hochspringen? Ja, bringen tut's aber nichts. Verdammt. Einfach mal umgeschmissen. Und dann stirbt der auch noch. Jetzt kommt das, ne? Jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe. Jetzt müssen wir da in den kleinen Schrank ran. Oder auch nicht. Wo bringt mich das Ding hin? Zum großen Schrank. Hab ich mich jetzt doch so geirrt? Oh. Okay. Farbwechsler. Rot, hä? Das war jetzt sowas von vorhersehbar. Und was finden wir da drin? Wieder irgendwas zum Zusammenbauen? Könnte ich mir vorstellen. Jawohl. Oh, was ist das? Nice. Wow, Winnie mag Eiscreme wirklich sehr. Ist das nicht das Eis, was ich kaputt machen musste? Nee, ne? Aha. Okay, da brauche ich noch so ein Eis. Ah, jetzt kommt das aber mit dem kleinen Schrank hier. Das war aber sowas von vorhersehbar. Ach, sieh mal an, der Schlüssel. Aber ich sammle erstmal das Geld. Das Geld ist mir wichtiger wie so ein scheiß Schlüssel. Und, aha. Und da drin ist sicher auch so ein Eis, das ich zusammenbauen muss, ne? Jawohl. Wusste ich's doch. Ne. Jetzt geht das Ding auf. Der Safe. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, eine Tür zuzusperren. Nö. Das mache ich bei mir zu Hause genauso. Achso, hier gibt's noch sogar Punkte für die Stühle. Alles klar. Ja.
Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Das Eis hier vielleicht noch. Nee, das hätte jetzt auch Punkte geben müssen. Hier einmal für die Weißen und einmal für die Braunen. Na gut, dann gibt's hier leider nichts mehr zu holen. Wie bist du hier reingekommen? Ach, ist ja auch egal. Uns kannst du nichts anhaben. Tja, wie bin ich hier reingekommen? Tja, da gibt's so eine komische Erfindung, die nennt sich Tür. Wenn du ein Eis willst, dann vergiss es. Dieser Laden ist dicht. Für immer. Schade. Dabei wollte ich gerade jetzt ein Eis haben. Was treibst du denn da unten? Machst du dir einen Eisbecher? Genau, ich mach mir einen Eisbecher. Was ist das? X? Ich erkenne dich auch mit Karton, das ist dir klar, oder? Nö. Hey, das giltet nicht! Das giltet nicht? Was ist denn das für eine? Haltet ihn auf! Seht da nicht rum! Schnappt ihn euch! Oh Mann, der stirbt. Der Arme. Wie der mir überhaupt nicht leid tut. Boah, mach mal langsam da unten. Aha. Okay. Ah, so. Verstehe. Okay, jetzt gehst du mir langsam auf die Nerven. Ich nerve gern. Nimm das Dynamit. Oh Mann. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, genau. Bisher war das alles hier nämlich noch lustig. Kann ich ein Zitroneneis haben? Nö. No. Also, wenn du mir so doof kommst. Was muss ich denn hier tun? Ich sag mal, der frisst ein Eis, ich will auch eins. Was macht er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Wenn ich wüsste, was ich jetzt machen muss. Ah, okay. Hätte man mir doch sagen können, dass ich so da hochkomme. Aha. Okay. 2 von 3. Ich suche immer noch so ein großes Eis. Davon habe ich auch erstmal noch 2 von 3. Gibt's das hier vielleicht auch? Oder muss man hier wieder irgendwas Spezielles können, um weiterzukommen? Was wird das? Achso, okay. Nein, ich will das Geld. Verdammt. Ich will erst das Geld. So, weiter hoch. Los, komm, hoch. Jawohl. Hä? Oh, Feuer. Hätte man mir doch mal sagen können. Was? Na dann, spielen wir mal wieder den Feuerwehrmann hier. Mit dem Knöpfe drücken und der Ventildreherei auf. Du hast mir hier gar nichts zu befehlen. Oh, jetzt kann ich das Ding da bedienen. Juhu. Okay, das war einfach. Oh Mensch, kriegt ihr Typen denn überhaupt nichts auf die Reihe? Was für Typen?
was zum... Oh. Au! Das tat weh! Ah! Oh. Oh. Hey, holt mich aus dem Ding hier raus, sonst... Sonst was? Warum hat Rex euch geschickt? Ich verrate dir kein Wort! Lass mal, Vinny. Ich weiß, wie wir ihn zum Reden bringen. Und noch ein für Mutti. Oh, oh ja, das schmeckt so gut. Oh, au, au. Der Hirnfrost. Hier kommt das Flugzeug. Nein, stopp. Na gut, was wollt ihr hören? Wo ist Rex? Ich weiß nicht. Das ist die Wahrheit. Aber ich kann euch sagen, wie ihr an ihn rankommt. Ich soll heute Nacht was für ihn auf der Baustelle bei Paradise Sands erledigen. Du könntest dich für mich ausgeben. Du siehst mir doch ähnlich. Stimmt, ihr seid gleich groß. Wehe, du lügst. Keine Sorge, Chase, ich behalte ihn da. Ich habe da nämlich auch noch eine ganze Menge offener Fragen. Oh, nein, nicht! Wow, ist das etwa Heidelberg-Granatapfeleis? Wow, das Zeug schmeckt super. Wow, das geht direkt auf die Hüften. Habt ihr auch noch Sahne dazu? Tja, jemand mit Eis zu füttern ist die größte Folter, die es überhaupt gibt. Und Polizeimarkenteile haben wir 3 Stück. Freigeschaltet haben wir Mini Papalardo. Und natürlich 2 Fahrzeuge noch. Deren Namen eigentlich sowas von scheißegal ist, da ich die Fahrzeuge sowieso nicht fahren werde. Natürlich sind wir Lego City Held. Aber auch nur, weil ich mitgekriegt habe, dass ich wieder mal vergessen habe, dass die komischen Stat-Dinger da aus waren. Und jetzt lädt es wieder. Mal schauen, was unsere nächste Aufgabe sein wird. Die natürlich jetzt gleich sofort nach dem Laden angesagt wird. Kapitel 12. Bahnbrechendes vom Bau. Vom Bau. Ellie, du kannst dem Chief sagen, dass Rex schon mal einen Atem im Nacken spürt. Oh, das freut mich für euch. Frank? Ja, ich passe für Ellie auf den Beweisschrank auf. Du magst Rex also, was? Nein, ich wollte sagen, dass ich kurz vor der Verhaftung stehe. Ich weiß jetzt, wo seine Gang heute Nacht unterwegs sein wird. Und wo ist das? Auf der Baustelle bei Paradise Sands. Ich kenne den Vorarbeiter da, Albert Spindelrouter. Er hat mein Haus wieder aufgebaut, nachdem ich es bei einem Umgestaltungsversuch hochgejagt habe. Starkstromkabel sollte man lieber in Ruhe lassen. Okay, wie auch immer. Ich gebe mich für einen von Rex' Leuten aus. Sag das Ellie. Wird gemacht! Können wir uns darauf verlassen? Hey. Mal diese Superbooten hier in der Nähe. Hoppla. Ich will jetzt noch nicht zusammenbauen. Ich will erst mal wieder 100.000 Steine haben, bevor ich hier wieder was zusammenbaue. Warte mal, wir haben jetzt 9 von 15. Ich glaube, die erste Mission war die einzigste, die wir, glaube ich, nicht als Lego City Held abgeschlossen haben. Das würde bedeuten, dass noch 5 Spezialaufträge kommen. Na gut, gehen wir erstmal hier zur Baustelle. Die natürlich noch laden muss. Gewagter Diebstahl. Na, da haben wir ja schon wieder einen Spezialauftrag. Ging ja jetzt doch schneller, als ich dachte.
Bist du sicher, dass du den Strom abgestellt hast? Ja. Die Lampe am Verteilerkasten war rot gewesen. Du, übrigens, mein Arzt sagte mir heute Morgen, ich wäre farbenblind. Bist du blöd? Herz, bringt's ihn zum Hubschrauber. Ich mein, Spital. Und wer übernimmt jetzt seine Schicht? Ich nicht. Nein, kein Fall. Ich hab was vor. Nein. Niemals. Wie wär's mit mir? Du sollst eine Wasserleitung legen, nicht die Welt retten, du Depp. Na schön, du brauchst deine Uniform. Du, gib ihm deine Klamotten, deinen Helm und deinen Hammer. Wow, lass mal. Das mache ich schon lieber selbst. Okay. Hey, du musst das Fass verschieben. Schieb's da drüben zu dem Hütchen. Ich muss rausfinden, wer von denen hier mein Kontakt ist. Beeil dich und ab durch die Tür. Hast keine Brechstange? Ja klar, muss ich hier noch die Türen aufbrechen oder was? Jetzt kriegen wir, glaube ich, unsere letzte Uniform. Moment. Wie war das? Ja. Die letzte Verkleidung. Freigeschaltet. Chase McCain, Bauarbeiter. Hör mal, reparier den Verteilerkasten. Aber bitte, ohne Kollateralschaden. Das können wir ja jetzt. Wir haben ja die Verkleidung dazu. Wäre alles nur so einfach. Hey Jimmy, hab ne Nachricht von Rex. Du sollst deinen Kran von hier klauen. Muss weiter. Das war ja kurz und knapp. Klar, das brüllte einfach mal so hier vom Dach runter, wo noch hier die anderen Leute mit zuhören können, ne? Auf ein Käffchen. Ja, und was freue ich mich hier auf ein Käffchen? Jetzt einen Kaffee. Genau. Hä? Aha. Okay. Ich hab Rückenschmerzen von der ganzen Schlepperei. Ich auch. Nein. Okay. Mach dir um die Kiste keine Sorgen. Die ist entbehrlich. Wow. Ich hab Rückenschmerzen von der ganzen Schlepperei. Hast du es denn aus den Knien gehoben? Hey, wisst ihr schon? Ich bin auch Astronaut. Denn das Ding kann ich ja nur als Astronaut machen, wisst ihr? Was kriegt man denn jetzt? Schon wieder ein Bausatz. Für einen Farbwechsler. Yay. Noch eine halbe Stunde bis zur nächsten Kaffeepause. Sag mal, was hat denn nur mit dem scheiß Kaffee? Nein. Ja, gerade noch so gekriegt. Ist das das Ding, das ich klauen muss? Nee. Eins von fünf. Na, krieg ich das Ding hier mal eingesammelt? Oh, 10 Mille. Yay. Da drauf, hm? Wahrscheinlich. Ich probier's einfach mal. Jawohl, war richtig. Wenn du reparierst, dann kriegst du einen Keks. Versprochen ist versprochen. Wow, schon Lego City Held. Kann ich das Ding hier mal parken? Ich mache hier einfach mal alles platt. Hoppla, bin ich gerade über einen Menschen drüber gefahren? Ach, dem geht's noch gut. Das mit der Dampfwalze war witzig, aber kann ich nicht noch was Größeres fahren? Einen Kran eventuell?
Warte mal, vielleicht. Genau. Du bist doch ein Weicher, ey. Danke auch. Beweis mir, dass du ein echter Bauarbeiter bist. Reparier die Plattformsteuerung da. Irgendein anderes Weicher hat die Teile im Pool gelassen. Wie geht das Projekt voran? Bei Parterre lief noch alles super. Das erste Stockwerk war. Aha, so geht das also. Ich will da hoch. Was ist das hier? Aha. Okay, was kann ich jetzt daraus bauen? Ein Fahrstuhl, oder? So was ähnliches wie ein Fahrstuhl. Kann ich da hoch? Ah. Hat sich mal wieder gelohnt. Ach so, jetzt. Das hatte ich doch schon mal irgendwo gesehen, den Tisch. Jetzt müsste ich aber auch alles freigeschaltet haben, ne? Da ich jetzt auch alle Verkleidungen habe, habe ich bestimmt auch alle Fähigkeiten. Die haben. Die jahrelange Kassenbohrerei hat bei mir jedenfalls keine Schäden hinterlassen. Ja, hier kann man wieder eine Menge Dinge aufbrechen. Okay, hier ist ein Rot. Zum Architekten hätte es. Na, ich will wechseln. Fünf Baupläne gezeichnet. Wenn wir weniger Kaffee trinken und mehr arbeiten würden, wären die Projekte. Wofür war der jetzt? Wird natürlich nicht angezeigt. Hoffentlich müssen wir nicht noch mehr Projekte für diesen Escher erledigen. Gucken wir nochmal schnell, was wir hier Feines finden. Wohin uns das Ding hier teleportiert. Achso. Hier gibt's doch nur Geld. Hat zwar nicht viel gebracht, aber egal. Jetzt habe ich gerade mal das Mikrofon hier geschlagen. Tut mir leid, falls ihr das gehört habt. Ein so ein Ding muss ich noch, ne? Ah, so, da ist es. Na, Y. Und jetzt? Jetzt habe ich hier die Dinger kaputt gemacht und... Was verteile? Such die Teile! Was verteile? Wahrscheinlich die Teile hier. Da sind bestimmt Teile drin, oder?
Oder auch nicht. Genau. Erstmal ein bisschen was zerstören hier. Was kommen jetzt für Teile? Der Vorarbeiter erinnert mich an wen. Schnell! Reparier die Plattformsteuerung! Wir hinken hinterher! Das ist schon der 6. Tag heute! Hol die Kisten mit der Plattform runter! Arbeitet hier sonst eigentlich noch wer? Oh, tut mir leid, falls das jetzt gemein klang. Mir tut gleich was ganz anderes leid. Das ist eine Leiter. Yay. Du willst also den Kran steuern? Ja, ja. Dann ab durch die Tür da oben. Okay, dann ja, ich mache jetzt hier erstmal wieder eine kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.